Die Zukunft unseres Essens steht auf dem Spiel. Die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP, ist einer der wichtigsten Politikbereiche der EU. Fast 40% der Steuergelder der EU-Bevölkerung fließen dorthin. 80% davon bekommen Großbauern und die Agroindustrie. Nur 20% bleiben für die vielen Kleinbäuerinnen. Die GAP bestimmt, welche Nahrungsmittel wir produzieren, wie wir sie verkaufen und was wir essen. In diesem Moment wird eine Reform der GAP diskutiert. Diese wird dann zwischen 2014 und 2020 umgesetzt. Sie bestimmt die Zukunft unserer Ernährung, wie Land genutzt wird und von wem, sowohl in Europa wie im Rest der Welt. Die europäischen Institutionen, Kommission, Rat und Parlament, entscheiden über die Zukunft der GAP. Doch sie meinen immer noch, am wichtigsten seien Wirtschaftswachstum und die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Lebensmittelindustrie. Das heißt, europäische Lebensmittelkonzerne sollen möglichst billig Essen in Nicht-EU-Länder exportieren. Das scheint wichtiger als alle Menschen in Europa mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen. Wichtiger als das Wohlergehen unseres Planeten. Diese Politik fördert eine nicht nachhaltige Form der Landwirtschaft sowie instabile Preise für Bäuerinnen und Konsumentinnen. Eine industrialisierte Landwirtschaft verschmutzt Böden und Wasser, hat negative Folgen für unsere Gesundheit, für Ökosysteme und die Biodiversität. Das ist keine Zukunft für unsere Ernährung. Das würde die lokale Lebensmittelversorgung durch Kleinbauern zusammenbrechen lassen, vor allem in den osteuropäischen EU-Ländern sowie in Entwicklungsländern, die mit der EU Handel treiben. Ein anderes, nachhaltiges Lebensmittelsystem ist möglich. Ein anderes System ist möglich. Bäuerinnen und Konsumentinnen sollten selbst entscheiden können, welches Ernährungssystem sie wollen. Diese Option schützt die Umwelt, schafft gesundes Essen für alle sowie stabile Einkommen für Bauern. Es fördert nachhaltige Produktion mit kürzeren Transportwegen zwischen Bauern und Konsumenten. Essen wird also nicht mehr über den ganzen Globus gekarrt und CO2-Ausstöße reduziert. Lokale Märkte im Süden werden geschützt, anstatt mit subventionierten Billigprodukten aus Europa überschwemmt. Auf Land wird Nahrung produziert, nicht industrielle Handelswaren. Männer und Frauen treffen dabei gleichberechtigt Entscheidungen. Diese Option heißt Ernährungssouveränität. Umwelt und Menschen sind hier wichtiger als Profit. Solidarität und Kooperation wichtiger als Wettbewerb. Für Ernährungssouveränität brauchen wir eine andere Agrarpolitik. Tausende Menschen und Organisationen in Europa arbeiten bereits für eine GAP basierend auf Ernährungssouveränität. Auch du kannst dich beteiligen. Unser Essen und unsere Zukunft stehen auf dem Spiel.